Ein erschreckender Gartenfund beschäftigt jetzt Carsten Liebau und Friedel Flint. Die Polizei wird einmal aufmachen. Hallo. Ganz kleinen Moment. Sie sind die Frau? Ich bin die Frau Bauer Holmner. Ah, okay, gut. Ja, dann passt. Und gut. Ich hab sie 303 eingetroffen an Wohnung. Sollen wir kurz reinkommen? Ja, bitte. Alles klar. Ich bin völlig aufgeregt. Sie haben angerufen? Ich hab angerufen, ja. Ich glaube. Jungs, wartet ihr kurz. Ich muss erst nicht so. Haben Sie irgendwie einen Hund oder sowas? Nee, ich hab keinen Hund. Okay, gut. Was ist denn los? Guck mal. Ich habe gelesen und auf einmal gab es einen fürchterlichen Knall und Gepolter und Geschlepper und jedenfalls kam da irgendwas an meinem Fenster vorbei und dann habe ich da rausgeguckt und da liegt ein Mann in meinem Garten. Hier liegt ein Mann im Garten? Mann in meinem Garten. Und jetzt weiß ich nicht, der Nachbar wurde eingebrochen. Und ja, warte mal, ich sag mal erstmal den. Ist der irgendwie verletzt oder so? Also, ihm geht's gut. Mir geht's gut, aber ich glaube, dem Mann geht's nicht gut. Der sieht sehr blutig aus. Okay. Ich habe eigentlich auch schon den ganzen Schrank. Wer kommt der? Der sieht aus, als ob es ihm wirklich nicht gut geht, aber ich wusste es nicht. Ihre Wohnung ist safe. Also, wir haben jetzt den Verletzten, bisher kann ich dazu noch nicht viel sagen. Kennen Sie den Mann? Nee, ich kenne ihn noch nicht. Nee, tut mir leid. Den auch noch nie gesehen. Hinten in der Terrasse ist er. Ich wusste nicht, ob das jetzt ernst ist oder deshalb habe ich sie gerufen. Was ist denn los? Ich bin hier aufgewacht. Ah, okay. Sind hier aufgewacht? Ja, dann gucken wir mal. Hallo, was ist denn passiert? Ich bin mir aufgewacht, ich weiß nicht, mir tut das Bein weh, mir tut das Bein weh. Gut. Also, jetzt schon, damit bitte nochmal kapieren. Was ist denn jetzt genau passiert? Also ich hab auf meinem Sofa gelesen. Okay, genau. Und auf einmal habe ich also hier, als ob hier so, ey Maya, ich bin hier draußen. Hi Maya. Okay, Sie sind die Tochter? Das ist meine Tochter, ja. Ah, okay, gut. Ach, da liegt ein Mann, also das ist ganz fürchterlich. Ich weiß, ich habe gelesen und auf einmal kam da, hui. Sie sind jetzt gerade von der Schule gekommen? Oder? Ich kam jetzt gerade von der Arbeit. Ich bin okay. Meine Mutter besuchen gekommen. Okay. Was ist denn hier los? Na, scheinbar, Ihre Mutter sagt, dass es hier einen Poltern gab quasi und jetzt hier ein Mann liegt. Das ist doch der Nachbar, ein Mann von oben. Der ist doch vor zwei Wochen eingezogen. Sie kennen ihn? Ich kenne ihn nicht. Der ist vor zwei Wochen eingezogen. Okay. Wo wohnt der denn? Der wohnt genau hier drüber. Ernsthaft? Ja, ja. Okay. Okay. Ich bin auf dem Balkon gefallen, oder? Ja, die Leute wechseln hier so schnell neben Haus. Und das Problem ist einfach, ich kenne mal nicht alle. Also, wissen Sie, wie der heißt zufällig? Ich weiß es nicht. Er hat sich vor zwei Wochen bei mir vorgestellt, als wir hier umgezogen sind. Ja, und, also hier drüber der Balkon ist auch das Fenster offen, also die Balkontür offen. Okay. Also vielleicht ist er hier über. Ich meine, die Blumen sind alle heile. Denn rüber hier fallen sieht irgendwie komisch aus, aber. Naja, da fehlt ja einer. Also da vielleicht ist er da. Auf der Seite, wisst ihr? Genau, da wo zumindest ist die Blumenkasse offen. Okay. So, zu Ihnen. Haben Sie einen Namen für uns? Ich heiße Axel. Axel? Ja. Und einen Nachnamen? Axel. Okay. Moment mal, ich muss ja gerade überlegen. Völler. Axel Völler. Okay. Wie der Rudi? Ja, der Axel. Rudi Völler, bloß gut. Halt Axel. Okay, haben Sie ein Ausweisdokument mal für mich dabei? Trinken Sie einen Schluck Wasser. Setzen Sie sich her. Wir kümmern uns um den Rest, ja? Bitte. Mehr habe ich nicht bei. Alter Idiot. Der klebt. Das ist nicht so normal. Ja, das ist jetzt, also, Sie wissen schon, dass er im Normalfall irgendwie so ein Foto, so biometrisch und so, also sprich, das nicht so. Naja, ich sag mal, das sieht aus, als ob sie das irgendwie auf der Schießbude geschossen haben. Seien Sie mir nicht böse. Okay. Haben Sie noch ein anderes? Nee. Ausweisdokument dabei? Nee. Axel, haben Sie getrunken? Ich hab mich schon daran erinnert, dass ich hier im Garten aufgewacht bin mit dem kaputten Fuß, mit meinen Armen. Haben Sie Alkohol getrunken? Kann ich mal die Pupillen sehen? Also, was machen Sie denn da? Ey, komm mal mit, Carsten. Kommt der aus der Wohnung oder was? Ey, du bleibst hier! Ey! Du bleibst hier! Ey. Ich wollte doch nur rausgehen. Sind wir ruhig. So, ist doch alles gut, ich mach doch gar nichts. Wir tun ja nichts. Ja, warum denn jetzt? Ja, was soll das denn? Ja, weil sie Zirkus machen. Hey, ich hab nichts gemacht. Ja, regen Sie sich ab, dann ist alles wieder gut. Ja? Wir tun ihnen nichts. Warte mal, ich hab jetzt falsch rum. Ja. Was ist denn das Problem? Ja, das weiß ich nicht. Erklären Sie mir. So. Können Sie aufheben? Ja, natürlich kann ich das. Machen wir gleich. Erstmal bleiben Sie hier. So. Nur bis zur Klärung des Sachverhalts bleiben die kurz dran, wenn alle Dude ist. Und dann sind wir dann über den Haufen. Ich wollte nur nach draußen. Ja, naja, klar. Ihr macht doch was. Und was haben sie oben am Balkon gesucht?
Ja, ich wohne da halt. So, wir haben jetzt also die beiden Vorgänge. Der eine ist vom Balkon gefallen, der andere versucht, sich aus der Situation zu entziehen, indem er wegläuft. Beide sind jetzt in unserem Gewahrsam, weil er auch natürlich einen gewissen Rahmen von Widerstand geleistet hat, wurde auch erstmal festgelegt von uns. Wir wollen ihn ja noch befragen. Diese beiden Typen gehören zusammen und hier steckt deutlich mehr dahinter zu ermitteln, als eigentlich offensichtlich war. Die Nummer bleibt hier so lange angespannt, wie du dich nicht benehmen kannst. Wir befragen dich jetzt. Was hat er nichts gemacht? Kennt ihr den hier? Ja, der ist auch kein zwei Wochen hier eingezogen. Okay. Hey. Das ist der zweite oder was? Oder wie? Ja. Sind die in der gleichen Wohnung? Hey, wir kennen uns doch. Hey, jetzt halt doch mal nach, das wäre schön. Also doch, ich bin vor zwei Wochen hier eingezogen. Aha. Und die waren eigentlich ganz nett. Also, stimmt, du hast mir was erzählt, aber ich wusste nicht, dass... Das ist doch alles cool. Guck mal, was er angeln wollte. Ich bleib erstmal noch hier. Während Polizeikommissar Friedel Flint den Verdächtigen im Zaum hält, will Polizeiobermeister Carsten Liebau herausfinden, was die zwei Männer verheimlichen. So, was ist denn jetzt hier Sachverhalt mit eurem Kumpel da? Um was geht's denn hier mit der Schnur? Ich hab keine Ahnung, was er da machen wollte. Also, wir sichern mal hier. Was willst du denn hier haben? Eine Gießkanne oder was? Ach, Scheiße. Okay, dann macht mal Check bei Drogen, wa? Hey. Haben Sie ein bisschen was eingeworfen? Ja, soweit ich weiß nicht. Na, ich mich habe gesagt, dann kommen wir da hin. Ich bin hier im Garten gelandet. Aber welche Pupillen sind hier war da? Aber, also seien Sie ehrlich. Gut, betrachten Sie als vorläufig festgenommen. Sie werden uns begleiten. Je nachdem, wie die Sanitäter das entscheiden, werden Sie mit dem Sani-Wagen ins Krankenhaus gebracht und durch uns begleitet oder Sie fahren mit. Wie sagt ihr das? Ja, dann muss auf jeden Fall ins Krankenhaus, ne? Alles klar. Dann hol ich mir einen zweiten Wagen ran, der euch dann begleitet, wa? Ja, alles klar. Wir werden Perolina für 303. Ja, Perolina, hört. Ich benötige zum Einsatzort ein zweites Fahrzeug zur Begleitung eines Sani-Transportes ins Krankenhaus. Ja, okay, aber ich möchte sicher hin. 303 mit. Okay, dann schon mal. Gut. Gefunden haben wir jetzt erstmal ein Behältnis, was hier offensichtlich geangelt werden sollte, mit mehreren Substanzen. Das könnten Pillen, das könnte Koks sein, das könnte alles sein. Aber es ist alles handelsüblich verpackt. Also ich werde mal sehen, was es ist. Phil? Ja? Guck mir die Scheiße an. Der wollte offensichtlich hier so ein Behältnis angeln. Okay. Willst du was dazu sagen? Ich sag aber gleich mal vorab, du musst dich dazu... Warte jetzt ganz kurz. Kannst du dazu was sagen? Musst du das nicht machen? Ja, es stand bei denen im Garten, ist doch klar, von wem das dann ist. Das wollen sie nicht. Ja, alles klar. Kommt ein zweiter Funkwagen. Okay, der hier kann bei uns mit. Das war mein Eimer, aber wir haben damit gar nichts zu tun. Okay. Also, okay. Ja, ganz entspannt, da sind ja bestimmt Fingerabdrücke drauf. Ich bin gleich bei schon hin. Okay. Sie betrachten sie weiterhin als vorher festgenommen. Okay. Sie fahren mit uns mit und für den zweiten, die nehmen die Sanis im Rettungswagen mit. Okay. Und ja. Funkwagen, der begleitet, habe ich angefordert. So. Ihre Wohnung? Meine Wohnung, ich bin die Mieterin, ja. Von Ihnen bräuchte ich mal die Personalien, bitte. Na, ich denn noch ist es so, dass das Zeug bei Ihnen im Garten stand. Hast du einen Ausweis bei? Kannst du ja mal hier, guck mal, mit überkleben und so. Ist ja genauso ein geiles Ding. Ja, Hessen. Abmelden. Ja, hier, komm, wir gehen erst mal. Los, warte, Vorsicht. Der verletzte junge Mann ist vollkommen zugedröhnt vom eigenen Balkon auf die Terrasse der Melderin gestürzt. Bei Ankunft der Polizei wollte sein Mitbewohner die versteckten Drogen in Sicherheit bringen und hat versucht, den Blumentopf mit einer Angel nach oben zu ziehen. Mutter und Tochter wiederum wussten von alledem nichts. Und der andere Funkwagen begleitet euch jetzt zum Krankenhaus und wir fahren mit dem Mann ab, ne? So, zweiten Funkwagen haben wir angefordert, ist jetzt eingetroffen, weil einer muss ja den zweiten Mann ins Krankenhaus begleiten. Wir begleiten jetzt ihn auf die Gesa. Dort werden wir feststellen, was hier Phase ist. Offensichtlich geht es hier um Drogenmissbrauch oder vielleicht sogar Handel. Es wurde alles schon ziemlich handelstechnisch verpackt. Wir werden gucken, was dabei herauskommt. Die beiden Adressen, die wir hier haben, sind offensichtlich gefälscht, also die Ausweise sind gefälscht. Wir haben hier also schon mehrere Tatvorwürfe, die wir erstmal differenzieren müssen. So, du bist angeschnallt, sitzt gut. Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass die Beschuldigten Brüder sind und stadtbekannte Drogendealer.